Hallo, hier ist Ian und willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker. Beim letzten Mal haben wir diese lange, schwere Höhle erledigt, wo wir 50 Ebenen an Gegnern besiegt haben. Aber dafür haben wir eine Triforce-Karte und ein Herz bekommen. Und ihr seht schon, mir fehlt ein bisschen Geld. Woran liegt das? Und hier gibt es einen Schatz. Der war also hier bei der Terrainsel. Aber gut. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, warum habe ich so wenig Geld? Naja, nicht wenig, aber warum habe ich weniger Geld als vorher? Das liegt daran, dass ich zwei grüne Tränke geholt habe. Einen, damit ich mir sofort meine Magie voll machen kann. Den anderen nochmal zum Nachfüllen, weil die haben nur 10 Rubine gekostet. Einen neuen roten Trank. Und dann habe ich noch ein paar Pfeile gekauft, weil ich nur noch 21 hatte. Ah gut, silberne Rubinen, sind wir also wieder auf Max. Warum nicht? Warum denn nicht? Aber gut, ich kann euch so viel sagen, hier gibt es ansonsten nichts mehr. Das heißt, zwei Augenriff dürfte eigentlich auch nur noch wenn ein Turm sein mit Rubine und so weiter. Deshalb denke ich, sehen wir uns bei Treppstieg in See. Ich glaube, dort gibt es noch was zu holen. Gut, ich segel fröhlich einfach weiter und wir sehen uns, wenn wir die Insel erreichen. So, damit wären wir hier angekommen. Und ihr seht schon, das ist diese Insel mit den zwei verschiedenen Inseln. Ja, auf jeden Fall hier diese kleine Insel bei Treppstieg Insel, die möchte ich nicht betreten. Warum möchte ich die nicht betreten? Weil wir dort zwar was ganz Interessantes machen können, aber wir haben quasi dasselbe, was wir dort machen können, auch auf diesem Teil. Deshalb will ich mich nur mal kurz hochziehen. Und alles, was ihr dafür kriegt, sind Rubine auf dieser kleinen Insel hier. Und da ich eh das maximale Geld habe, brauche ich das nicht machen. Und da eh auf der... Nein, fall bloß nicht rein. Gut. Und da wir da eh dasselbe machen, können wir uns das schenken. Aber ich glaube, ich brauche anderen Wind, damit wir da irgendwie rübergleiten können. Ja, von daher, also quasi das, was wir hier machen, würden wir, meine ich, auch auf der großen machen, nur auf der kleinen Insel eben in kleineren Maße und würden dafür eine Rubine kriegen. Aber da drüben kriegen wir was Schöneres. Also gut. So, Blatt ausrüsten, einmal rüber. So, ganz toll gemacht, Link. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen Weg nach oben finden. Muss ja irgendwie gehen. Ach, Moment, ich erinnere mich. Hier ist das nämlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nämlich so gemacht, dass wir... Hä, war das hier nicht schon so? Moment. Ah, hier, ihr seht schon. Wir können hier diese Blöcke nämlich rausziehen und daran dann nach oben klettern. So, das heißt, den ziehen wir raus. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Den hier muss ich aber nicht ziehen, bin ich der Meinung. Ich könnte den runterschubsen. Ist nur die Frage, ob es das bringen würde oder ob ich lieber gleich... Link, gegen den Wind. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Dann schiebe ich den Stein wahrscheinlich doch lieber gleich runter. Aha, ich bin nicht so der Tetris-Typ. Wobei doch, in letzter Zeit habe ich Tetris gespielt, aber eigentlich hasse ich Tetris, weil es einfach nur eine endlose Qual ist und nie aufhört. Aber es kann auch mal ganz lustig sein. So, das heißt, wenn wir den so schieben, können wir das so machen. Ja gut, ich hätte den Wind doch ändern können und drüber gleiten können, aber machen wir es einfach mal auf die Art und Weise. Wo ist die Mucke vom Morgen? Ich dachte, der Morgen startet jetzt. Jetzt habe ich dieses erwartet, aber gut. So, dann hier hoch. Hier hoch. Gut, dass ich den nicht komplett rausgezogen habe. Und schaut mal da. Da oben haben wir noch so einen. Sehr schön. Frage ich mich, ob ich nicht bald mal... Sauber. Ob ich nicht bald mal den blauen Trank holen kann. Habe ich nämlich vorhin gar nicht geguckt, aber wie viel habe ich? 13 nur. Ah, das ist zu wenig. Brauchten ja 15, wenn ich mich richtig erinnere. Und den gelben Rubin brauche ich gar nicht holen. Ah, schade. Aber gut, was kann in dieser Truhe tatsächlich sein? Ganz genau, ein weiteres Herzteil. Drei dahin, noch eines im Sinn. Werden wir heute die volle Herzleiste kriegen? Hm, werden wir? Schaut euch den Titel an, dann wisst ihr es wahrscheinlich. So, das heißt, hier sind wir fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Lokation. Was wartet dort auf uns? Das Nautodrom. Hier gibt es definitiv noch was, bin ich der Meinung. Also, bis gleich. So, Leute. Ich bin doch nicht beim Nautodrom, ganz einfach, weil dort nur dieses Schiffsrennen war oder was auch immer. Man kann da nur Geld gewinnen, aber was bringt mir das? Wenn wir hier schon maximales Geld haben, da gab es also kein Herz oder so, von daher lassen wir das außen vor und gehen einfach hier hin. Denn wir sind jetzt in der allerletzten Lokation bei Isla Cassiopeia oder wie auch immer man das ausspricht. Und hier, seht ihr, gibt es noch ein letztes U-Boot, was wir noch nicht betreten haben, weil das einfach so abgelegen ist. Es ist wieder... Aber gut, gehen wir rein. Ihr könnt euch wahrscheinlich eh schon ausrechnen, was es hier gibt. Aber wenn nicht, dann seht ihr es gleich. So, hier hätten wir auch eigentlich schon vorher hängen können, aber es ist so abgelegen, deswegen kam ich nie dazu. Und hier ist sogar Wasser. Ganz toll, nicht, dass ich es brauche, aber gut.
Oh, und dann kommt der spaßige Teil, ne? Wobei eigentlich, muss ich sagen, war das ja schon der nervige Teil, ne? Diese Tatsache, dass man diese ganzen Karten sammeln musste fürs Triforce. Aber man hat dadurch auch ein bisschen mehr von der Welt gesehen. Und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Oder es hat euch hoffentlich irgendwie schon doch zugesagt, dass ich so viel von der Welt gezeigt habe. Weil, wie gesagt, ich habe eigentlich, denke ich, doch alles so wirklich gezeigt, was man hier in dem Spiel machen kann bis jetzt. Und es war halt einiges gut. Ich habe diese Schieberätsel halt nicht gemacht, weil die mir keinen Spaß machen. Und ich dafür keine Komplettlösung habe und für sowas nicht der Mann bin. Wenn es Zahlen ist, ist es mir irgendwie leichter als das Bild, weil dann weiß ich gar nicht, ob das Bild richtig angeordnet ist. Aber gut, ist ja auch im Endeffekt scheißegal. Oh, jetzt habe ich Scheiße gesagt. Ich wollte eigentlich nicht mehr so viel fluchen in meinen Let's Plays, aber manchmal kommt das halt doch wieder raus. Aber gut, jedenfalls die letzte wichtige Truhe, sag ich mal. Können wir das letzte Herz, alles klar. Und wir haben die maximale Herzleiste. Maximales Geld, maximaler Bogen. Wir haben alles ausgemaxt, was man maxen kann. Finde ich geil. Richtig, richtig geil. Also ich klopfe mich mir mal einfach mal auf die Schulter. So, jetzt kommt aber der spaßige Teil. Denn jetzt, wo wir alle Triforce-Karten haben, bis auf eine, würde ich sagen, holen wir uns die letzte. Das heißt, das kriegen wir heute noch hin, denke ich. Was wir machen müssen, ist erstmal Nacht machen. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Geisterkarte und schauen, wo sich das Geisterschiff befindet. Und dann werden wir suchen und werden uns die letzte, oder das, ja doch, die letzte Triforce-Karte holen. Ja, das ist der Plan. Schauen wir mal, ob das auch so locker hinkommt, wie ich mir das vorstelle. Wäre natürlich jetzt richtig geil, wenn es hier wäre, aber ich glaube, hier kommt das Schiff gar nicht. Von daher machen wir jetzt tatsächlich mal die mit der geilen Mucke-Geisterkarte auf. Da, die Geisterschiffkarte. Ohne die, wenn ihr sie also wirklich nicht habt, könnt ihr das Geisterschiff nicht betreten. Und das ist diese fünffache Insel. Wo ist denn das? Das können wir, glaube ich, auch so noch größer sehen, oder? Ach, das... Was ein Zufall! Ich bin doch so ein Lacker-Pro. So ein Lacker und so ein Pro bin ich. Das war übrigens nicht geplant. So viel kann ich euch garantieren. Es war nicht geplant. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo das Geisterschiff denn ist. Da vorne sieht es aus, als ob es da ist. Moment. Aber das ist echt geil. Ich meine, kommt Leute. Wie oft hat jemand so viel Glück, dass das wirklich so wie die Faust in den in die Venus passt, ja? Ja, ich sag bewusst Venus und nicht das andere. Aber ich find's geil. Ich find's richtig geil. Jetzt muss ich nämlich nicht noch irgendwo hinporten, sondern stattdessen suchen wir einfach diese leuchtenden Kugeln, die ihr da vorne schon seht. Und wenn wir... Oh, das sind nicht die leuchtenden Kugeln. Wo ist das Geisterschiff? Das muss ich hier irgendwo rumtreiben. Eigentlich sind das fünf leuchtende Kugeln. Ah, da vorne, kann das sein? Ist das da vorne? Geisterschiff, ich weiß, dass du hier bist. Ich habe deine Karte. Denn ohne die Karte habt ihr nicht nur die hundertprozentige Sicherheit, wo sich das Schiff befindet, sondern könnt ihr auch gar nicht drauf. So viel kann ich euch sagen, weil wir hatten es ja in irgendeiner vorigen Episode, das ist bestimmt schon 20, 30 Episoden her, da bin ich ja auch mal zum Geisterschiff gefahren und dann hat es sich einfach aufgelöst. Und da habe ich mich damals so aufgeregt, weil ich nämlich nicht wusste, wie ich auf das Geisterschiff komme. Weil, ja, mir war halt auch klar, dass es eine Triforce-Karte drauf gibt, ne? Nur bin ich nie hingekommen. Aber, oh Mann, wo ist denn das jetzt? Wenn, oh Mann, das ist jetzt doof. Jetzt hat das schon so hingehauen, aber auf der Karte sehe ich ja nicht, wo es ist. Also, ich sehe schon, dass es hier in dieser Lokation ist, aber genaueres sehe ich auch nicht. Das ist gerade ein bisschen doof, weil ich habe eigentlich jetzt gedacht, ich habe mich schon voll gefreut, weil ich gesehen habe, ah, es ist sogar hier. Aber nö, das Spiel will dann nicht. Da habe ich mich wahrscheinlich zu früh gefreut. Oh, fuck, falscher Witz, falsche Richtung. Falsche Richtung, Spiel. Ha. Noch einmal. Ich glaube, ich hole gleich mal das Fernglas raus. Ich hoffe, es bleibt nur noch lang genug Nacht, dass ich das Geisterschiff auch noch finden kann. Da fällt mir gerade ein, wo war wohl das Geisterschiff damals, als ewig Nacht war? Frage ich mich, ob man damals schon... Ah, da vorne ist es, wa? Ob man es damals schon hätte ewig immer wieder angucken können. Geil, die haben echt den Vogel getroffen. Ihr seid mal Scharfschützen heute. Richtig gut, richtig gut. Aber wo ist das? Ich ziehe jetzt einfach mal das Fernglas. Schauen wir mal ein bisschen in die Gegend. In die Gegend. Wo ist denn dieses... Da hinten. Da hinten, alles klar. Moment, das heißt dort? War das dort? Moment, ich will ja genau in die Richtung gucken. Wo war das jetzt? Ich habe es doch gesehen gehabt. Dort, von diesem Schiff. Dort lang. Ich glaube dort, diese Richtung müsste es gewesen sein. Alles klar. Scheint sich also nicht zu bewegen, das Ding. Selber schuld. Dann dashen wir jetzt rüber. Ha, dann geht's endlich zum Geisterschiff. Ist nicht so cool wie ein Grandia, aber hat was. Na, Spiele, die ein Geisterschiff haben, sind automatisch cool.
So, ich hoffe, ich fahre in die richtige Richtung. Ich prüfe das lieber nochmal. Nicht, dass ich doch falsch bin. Da, okay. Ein bisschen dort lang. So, Geisterschiff, ich habe dich schon gesehen. Bist du denn? Du darfst dich nicht bewegen. Bleib doch einfach stehen. Oh, die Mucke kommt schon. Hört ihr es? Hört ihr es? Oh yeah. Sehr stylisch gemacht. Sehr stylisch. Baut auf jeden Fall richtige Geisterschiff-Atmosphäre auf. Jetzt löst dich nicht auf. Löst dich nicht auf. Und... Bams. Und da sind wir jetzt im Geisterschiff. Interessant. Interessant. So, und ihr seht schon, es gibt Gegner hier drin. Es gibt massig Gegner hier drin. Aber, na, kommst du her. Und es gibt auch eine Menge Geister hier drin. Aber um die will ich mich jetzt gerade nicht kümmern. Die können mich alle mal... Na, so, der ist down. Alles klar. Oh, ja, weil die nämlich so... Oh, hörst du mal auf mich zu knabbern? Geh weg. Gehst du weg. Und du, komischer Geist, gehst du weg. Gehst du weg. Na, komm schon. Sauber. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Und du jetzt auch noch. Komm, kannst mich mal... Komm, so geht's am schnellsten. Sauber, 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 sauber. Muss ich die jetzt echt alle? Nee, das war's schon. Okay. Alles klar. Alles klar, dann rauf hier. Rauf, 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 rauf auf die Leiter. Und dann machen wir diese Truhe auf. Ihr könnt euch dann eh schon denken, was hier drin ist, denn wir wissen es ja. Aber zur Überprüfung. Die letzte Triforce-Karte. Ja, sie ist leider verschlüsselt, aber das ist mir ziemlich egal. Denn dadurch haben wir alle und jetzt passt mal auf. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, das Geisterschiff. Nein. Wir sind draußen. Hey, 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 sehr schön. Eigentlich bin ich der Meinung, dass eigentlich Gegner spawnen, wenn man die holt. Aber vielleicht liege ich auch daneben. Gut, jedenfalls, wir sind frei. Spart natürlich auch eine Menge Zeit. Wir haben alles, was wir wollten. Wir haben die komplette Overworld gecleared, bis auf ein paar Minitruhen, die meiner Meinung nach nicht relevant und nicht wirklich sinnvoll sind zu holen, wenn man eh schon maximales Geld hat oder irgendwelche Federn nicht braucht und so weiter. Von daher ist mir das egal. Und rüber zu Tingle. Da hätte ich auch eventuell schon vorher hingehen können, um einzelne Karten zu clearen, aber da denke ich mir wieder, es hätte nicht wirklich was gebracht. Dann gehe ich lieber einmal hin und clear einfach alles und fertig ist. Ha, aber gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal Gas und natürlich muss ich nochmal den Wind ändern. So typisch. Okay. Ja, hallo Link. Link, beschwörst du mal auf euch zu spielen hier? Also, muss man hier immer auf die Finger gucken. Wenn ich mal kurz zur Seite gucke auf den Timer, dann macht das gleich falsch. Ah, aber gut. So, Wind einmal bitte da lang. Danke. Dann geben wir Vollgas. Ungefähr so. Und stopp. Und dann entschlüsseln wir mal alles. Übrigens, ich denke, ich werde das komplette Triforce auch onscreen einsammeln. Ich könnte es zwar, ja, ich werde es zwar schneiden, aber ich werde das nicht offscreen machen und dann nur das letzte Teil hauen oder so, weil ich mir denke, ihr habt mitgesehen, ihr habt mit angesehen, wie ich gelitten habe, sie zu holen, also könnt ihr auch mitleiden, wenn ich sie hole. Ha, so machen wir das. So, jetzt reden wir mal mit dir. Herr Fee, ich hab dich vermisst. Was wollen wir spielen? Was wollen wir spielen, hä? Du willst gar nicht spielen. Uiuiuiuiuiui, dieser alte, nostalgische Duft, das riecht wie meine Unterhose. Sag bloß, du hast eine Karte gefunden. Famos, famos. Zeig her, zeig her. So kannst du die Karte nicht lesen. Soll ich sie für dich entschlüsseln? Aber bitte doch. Drei. Warum diese random Zahl? Ich weiß es nicht, aber nur 398? Gerne. Dann können wir, glaube ich, sogar alle entschlüsseln, ne? Aber gut. Tingle, Tingle, mehr. Und sagt, lies die Karte in meiner Hand. Ja, den Spruch kenne ich noch auswendig. Und damit haben wir die erste entschlüsselt. Sehr schön. Öffne mit Hilfe von. Ja, 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 wissen wir. Kannst du gleich die weiteren noch machen? Jupp, bitte. Musst du da nochmal dein Sprüchlein ablassen, oder was? Ja, natürlich muss er jetzt die ganze Zeit machen. Meer und Sand, liest die Karte in meiner Hand. Jo, 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 jo. Aber gut, ich denke mal, ich kann euch das ersparen. Weil hier sowieso jetzt nur noch das... Wobei, machen wir das ruhig nochmal. Machen wir das ruhig noch onscreen. Ich drücke aber mal ein bisschen schneller. Weil, ich glaube aber nicht, dass er am Ende was anderes sagt, aber darauf lasse ich es gerade noch ankommen. Wenn nicht, haben wir ein bisschen Zeit verschwendet. Wenn doch, na, dann ist schön. Aber gut, 5000 Rubine hatten wir. Rechnen wir mal aus. 7 Karten sind es, oder? Ne, 8 waren es, ne? 8 mal 398. 8 mal, ich weiß nicht, irgendwas mit 3000 ist es. Also auf jeden Fall
Nicht so teuer. Ich weiß es aus dem Kopf echt nicht. Ich glaube, mal sehen. 3 und... Ne, 4 und 8 an. 4... 3.100. 3.184 müssen es sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich weiß es aber nicht. Könnte auch mehr sein. Egal, ich will es nicht nochmal, weil die erste Vermutung bleibt jetzt so fertig. So, auf jeden Fall, ein bisschen noch. Und dann haben wir das fertig. Ich bin so froh, dass wir das jetzt abgeschlossen haben, weil das war wirklich das Anstrengendste. Ich meine, ich habe es versucht, noch halbwegs, sag ich mal, spaßvoll und interessant zu meistern, indem ich hier und da noch die ganzen Kleinigkeiten geholt habe. Ich denke, ich hätte es wirklich besser machen können von der Geschwindigkeit. Ich hätte vielleicht von vornherein alles von vorne aus lösen können, aber ich habe ja dann doch erst die Karten geholt und dann bin ich nochmal losgezogen, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich will es auch nicht mehr ändern. Bin eigentlich zufrieden. Ja, ich bin eigentlich zufrieden und ich muss sagen, zum Glück habe ich nicht noch einen ganzen Testrun so kurzfristig gemacht, weil eigentlich hatte ich ja vor, sehr, sehr, sehr kurzfristig nochmal einen kompletten Testrun durch das Spiel zu machen, habe aber dann kurz vor dem ersten Dungeon dann aufgehört, weil ich dachte, nee, das Ganze hier, besonders das alles hier quasi in einem Monat spielen und dann nochmal machen, dann hätte ich, glaube ich, dieses Let's Play nicht so spaßig abgeschlossen oder überhaupt gespielt, wie es jetzt der Fall war, denke ich. Aber gut, das war's. Alles klar, 1816 haben wir noch. Drückst du im Seekartenmenü? Ja, das wissen wir doch. Wir sind ja nicht doof. Wartest du dich an und finde den Schatz mit Hilfe der Karte. Alles klar. Das heißt, wenn wir jetzt, so viel denke ich, kann ich noch machen, diese Karten angucken, seht ihr schon, können wir sie alle öffnen. Ihr seht schon, es sind 8 Stück, die wir alle noch finden müssen. Achso, die hatte ich schon geöffnet, okay, weil ich wahrscheinlich schon vorher gedrückt hatte. Aber gut, das wären diese 8 Lokationen. Ich denke, die holen wir dann einfach mal beim nächsten Mal in Let's Play The Wind Waker. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.